Also richtet euch in diesem Reiterstand immer wieder ein, entspannt. Ja? Keine Spannung in den Knien, untere Hüfte nach vorne, frei atmen, aufgerichtet, Luft unter den Achseln und so weiter. Es macht Sinn, sich da ein bisschen mehr Zeit für zu nehmen. Also die Schwerpunkte auch auszurichten. Also der Schwerkraftlinie folgen. Also wirklich die statischen Schwerkraftlinien. Also man wird da besser drin. So rumzustehen in einer Art und Weise, dass es höchst angenehm für den Körper ist und gesund. Das ist so der erste Schritt in Richtung Qigong. Und das könnt nur ihr innen drin fühlen. Ich kann ein paar Jahre lang von außen noch was sehen und eben deswegen bin ich dann auch da und sage, guck mal, ist das gut und so weiter. Aber das Körpergefühl ist eures, deswegen so früh wie möglich Aufmerksamkeit nach innen. Bei dem Gesäßschwenken, so ähnlich wie in der Anfangssequenz, lasst den Rücken von selber gestreckt sein lassen. Bei einem nach vorne abbeugen gestreckt sein lassen, dann das Gesäßschwenken ist nur minimal, ganz wenig nur, dass so wenig wie möglich hier in den Knien an Rotation entsteht und dann wieder zurück in die Mitte aufrichten. Es gibt Gesäßschwenken und mit dem Kopf wackeln als Übersetzen und das Wackeln des Kopfes ist im Grunde genommen nur der Versuch, noch weiter den Rücken zu strecken. Also kein Wackel-Dackel, sondern wirklich dieses nach oben den Rücken noch ein bisschen zu strecken. Hände auf den Oberschenkel nah an der Hüfte und dann gestreckt sein lassen des Rückens. Gesäß ein wenig nach rechts, Oberkörper nach links in die Mitte. Also wichtiger ist hierbei wirklich diesen entspannt den Rücken gestreckt sein zu lassen. Möglicherweise sogar ohne das Gesäß schwenken. Das ist wirklich nur minimal. Wir machen ja hier keine Hochleistung. Also die Hochleistung besteht in Lächeln und bei sich sein. Das ist die Hochleistung. Und immer wieder kurze Pause einrichten, locker werden. Spüren.